Hallo Internet! Hier ist wieder Beckenzack für euch und dabei habe ich ein weiteres nerdkalyptisches Video und zwar zum Ende von Naruto. Ich hatte ja vor kurzem schon ein Video hochgeladen, in dem ich generell einfach mal das Ende von Naruto habe so ein bisschen Revue passieren lassen und mal die Punkte angesprochen habe, die ich gar nicht so toll fand. Und hey, ich kenne euch. Mit euch meine ich die Naruto-Fans da draußen. Und das ist ja ganz richtig, wenn ihr sagt, das finde ich voll doof. Du hast das Ende gar nicht verstanden. Das Einzige, was gefehlt hat, um das Ende perfekt zu machen, wäre eine Yaoi-Szene zwischen Sasuke und Naruto gewesen. Zumindest ein Fünkchen Wahrheit steckt da drin. Denn meckern kann ja jeder, aber nur wenige machen es besser. Ich will es jetzt wirklich nicht besser machen und ich will mir auch wirklich nicht einbilden, dass ich das irgendwie besser könnte als Masashi Kishimoto selbst. Nicht falsch verstehen, so größenwahnsinnig bin ich dann doch nicht. Aber ich habe trotzdem einige Ideen, die ich von dem Ende erwartet hätte oder wo ich denke, das wäre schon irgendwie ein bisschen spektakulärer oder cooler gewesen, wäre es so gekommen. Deswegen für euch jetzt hier drei Vorschläge, wie das Ende von Naruto hätte besser sein können. Version Nummer 1. Das Ende spielt sich genauso ab wie in der Version von Kishimoto mit dem Unterschied, dass Naruto und Sasuke nicht nur einen Arm verlieren, nein, die beide verlieren ihr Leben. Kakashi und Sakura finden die Leichen von Naruto und Sasuke und sind über den Ausgang des Kampfes natürlich sehr mitgenommen. Sakuras Schuldgefühle und Minderwertigkeitskomplexe, die sie im Laufe des gesamten Mangas hat, verstärken sich, da sie immer schon hinter Naruto und Sasuke zurückstand und der Meinung war, sie könne nichts zu deren Wohl beitragen. Kakashi geht es an dieser Stelle nicht großartig anders, da er als Leiter von Team 7 es nicht geschafft hat, Naruto und Sasuke ihren Konflikt friedlich beilegen zu lassen. Die ganzen Erlebnisse führen dann dazu, dass Sakura und Kakashi gemeinsam sich so schuldig fühlen, dass sie es zu ihrer Aufgabe machen, die Geschichte von Naruto und Sasuke in der gesamten Ninja-Welt zu verbreiten. Kakashi ist aber trotzdem Hokage geworden, das ist cool. Das Ganze wird zu einer großen Antikriegsbewegung, in der Kakashi und Sakura gemeinsam der Ninja-Welt klar machen, dass sich etwas ändern muss, da sich die Geschichte sonst immer wiederholen wird. Die Kage und die Ninja-Nation, die sich durch den ganzen Ninja-Weltkrieg jetzt sowieso besser verstehen, da sie in einer Allianz zusammen waren, glauben an die Worte von Kakashi und sehen ein, dass es so nicht weitergehen kann und es kommt zu einem großen Abrüsten in der gesamten Welt. Die Welt wird allgemein sehr viel friedlicher und es gibt eigentlich keine Kämpfe und kaum Kriege mehr. Darüber hinaus wird Naruto geehrt für seine Taten im Krieg und für sein Lebenswerk und bekommt als Ehrenhokage ein eigenes Steingesicht oben im Felsen von Konohagakure. Des Weiteren werden die Statuen von Madara und dem ersten Hokage im Tal durch die Statuen von Sasuke und Naruto ersetzt, eben genau weil sie dort in diesem Tal gestorben sind. Das ist jetzt ein sehr düsterer Ansatz, aber damit wären trotzdem alle Punkte erfüllt gewesen. Naruto wäre in gewisser Art und Weise Hokage geworden und er wäre seinem Ninja-Weg treu geblieben. Sasuke hätte erreicht, dass die Welt zum Abrüsten bewegt wird. Und es wird zukünftig wahrscheinlich erstmal keine Kriege und so weiter mehr geben, da die Leute endlich mal was aus der Scheiße gelernt haben. Alternatives Ende Nummer 2. Naruto schafft es genauso wie im originalen Ende nicht, Sasuke nur mit Worten zu überzeugen und die beiden schlagen sich die Köpfe ein. Sasuke unterliegt im Kampf Naruto später deutlich, aber Naruto kann es einfach nicht über sich bringen, seinen besten Freund wirklich sehr schwer zu verletzen oder ihn sogar zu töten. Diese Chance nutzt Sasuke und versetzt Naruto den Todesstoß. Diese Tat, die schon sehr früh im Manga vorausgesagt wurde bzw. angedeutet wurde, hat eine nicht vorhersehbare Wirkung auf Sasuke. Da die Uchihas die biologisch perfekten Emos sind, hat diese Tat auch Auswirkungen auf Sasukes Psyche und seine Kräfte, wie das auch schon vorher der Fall war, um die Mangekyou Sharingans zu bekommen. Es ist jetzt nicht so, dass Sasuke dadurch irgendwie eine neue Kraft bekommt oder eine neue Stärke, nein. Er reflektiert endlich einfach nur mal, was er alles getan hat und kommt zu dem Schluss, dass das echt scheiße war. Jetzt, wo Naruto tot ist, versteht Sasuke erst, was er wirklich an ihm hatte und was die Beweggründe für Naruto waren und was er jetzt alles wirklich verloren hat. Sasuke ändert daraufhin seine gesamte Handlungsweise und ein bisschen auch seine Persönlichkeit, denn er wird auf einmal wieder wirklich ein netter Kerl
Und es dauert wirklich sehr lange, bis das Dorf ihn wieder akzeptiert. Aber schlussendlich wird Sasuke vom gesamten Dorf akzeptiert und wird zum neuen Hokage von Konohagakure. Sasuke bleibt zwar der kühle und coole Charakter, aber trotzdem leitet er das Dorf dann in dem Willen oder zumindest so, wie er gedacht hätte, wie Naruto es gefallen hätte. Auch hier kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man eine Art Mahnmal für Naruto errichtet oder halt doch auch diesen Ehren-Hokage-Platz als Steinmonument oben einbaut. Einige von euch würden jetzt vielleicht sagen wollen, das ist ja voll scheiße, dann hätte Naruto ja verloren und sein Weg wäre ja gar nicht durchgekommen und er hätte voll versagt. Nein. Gerade weil Naruto gestorben ist und gerade weil Sasuke sich geändert hat, hätte Narutos Ninja-Weg komplett richtig funktioniert. Ich meine, was war denn das Ziel von Naruto? Er wollte Sasuke aus der Dunkelheit holen und ihn wieder zu einem netten, schmucken Kerl machen. Genau das hätte er erreicht. Darüber hinaus ist es so, dass Naruto Sasuke immer wie einen Bruder angesehen hat. Und selbst Itachi, Sasukes leiblicher Bruder, hat auch immer mal zu Naruto gesagt, du bist sowas ähnliches wie ein Bruder für ihn und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt daran denken, dass Itachi, Sasukes leiblicher Bruder, sich damals für Sasuke quasi geopfert hat, sein eigenes Leben gegeben hat, nur damit Sasuke weiterkommt, wäre das doch wunderbar, wenn das bei Naruto genauso wäre. Naruto wäre wirklich auch für Sasuke wie ein wahrer Bruder gewesen. Er hätte sich auch für ihn geopfert, nur damit am Ende Sasuke auf den richtigen Pfad zurückkommt. Alternatives Ende Nummer 3. Naruto und Sasuke kämpfen immer noch gegen Kaguya und Sasuke ist alles andere als hilfsbereit Naruto, Kakashi und Sakura gegenüber. Er benimmt sich immer noch wie das letzte Arschloch und ist total rücksichtslos beim Kampf. Und das geht sogar so weit, dass er Sakura als eine Art Schild benutzt oder Kakashi, um einen Angriff von Kaguya abzufangen. In diesem Moment zweifelt Naruto wirklich hart an sich selbst und wir haben einen Monolog, bei dem Naruto seine gesamten Entscheidungen in seinem Leben reflektiert und hinterfragt und sich dann denkt, war das vielleicht doch die richtige Entscheidung, so an Sasuke festzuhalten? Er würde in diesem Monolog dann zu dem Schluss kommen, ja, war eine blöde Idee, ich hab's verkackt. Der Kampf erscheint aussichtslos. Naruto und Sasuke werden in die Ecke getrieben und sie können nichts machen, um Kaguya irgendetwas entgegenzusetzen. Kaguya setzt zum finalen Schlag an gegen Naruto und Sasuke und es sieht so aus, als wäre das das Ende für Naruto gewesen. Wir bekommen nochmal einen inneren Monolog von Naruto zu sehen, bei dem er sein Leben auf eine gewisse Art und Weise bereut und sich bei seiner Mutter, bei seinem Vater, bei Jiraiya, bei Meister Iruka, beim dritten Hokage und so weiter und so fort, allen Menschen, die ihm wichtig waren und die ihm etwas beigebracht haben, entschuldigt, dass er anscheinend es doch nicht so hinbekommen hat, wie er wollte. Aber dann, im letzten Moment, schmeißt Sasuke sich vor Naruto und fängt den Angriff von Kaguya mit seinem Körper ab. Und genau hier hätte Kishimoto es dann aussehen lassen sollen, wie damals in Kapitel 27, als Naruto und Sasuke zusammen gegen Haku und Zabuza gekämpft haben. Das wäre ein richtig geiles Comeback für Sasuke gewesen. Nostalgie, Plottwist und die schiere Epicness. Alle drei Sachen auf einmal in einem. Fast so wie bei den Ü-Eiern. Naruto ist Sasuke doch nicht egal. Er ist immer noch sein bester Freund. Trotz all den Sachen, die in den Jahren passiert sind und wie die beiden sich auseinanderentwickelt haben, war Naruto die einzige Konstante in Sasukes Leben. Die einzige Person, die nach wie vor zu ihm gehalten hat, beziehungsweise an ihn geglaubt hat und die versucht hat, ihm Liebe entgegenzubringen. Gerade das wäre sowas von awesome gewesen mit diesem ganzen Freundschaftsthema zwischen den beiden. Schließlich ist Naruto das Einzige, was Sasuke noch hat, nachdem sein gesamter Clan ausgelöscht wurde. Und er realisiert jetzt erst, im Moment des Todes dieser Person, dass er trotzdem nicht ohne sie leben kann. Kurz darauf stirbt dann Sasuke in Narutos Armen. Und das Ganze veranlasst Naruto dann dazu, eine unfassbare Wut zu entwickeln, die aber still bleibt. Und ein bisschen so wie bei Son Goku damals als Super Saiyajin. Und diese Wut verhilft ihm dann halt, Kaguya doch nochmal zurückzuschlagen und sie zu besiegen. Nachdem die ganzen Kämpfe dann vorbei sind, macht Naruto die gesamte Geschichte um Sasuke, Itachi und generell den Uchiha-Clan und um den ersten Hokage und Madara publik bei allen Leuten und sorgt dafür, dass diese Schattengesellschaft, wie ich sie jetzt einfach mal nenne, angeführt von Danzo und den anderen Älteren im Dorf, aufgedeckt wird und dass alles ans Tageslicht kommt. Und
Er sorgt im Prinzip dafür, dass Sasuke und Itachi später als Volkshelden von Konohagakure verehrt werden für ihren Einsatz für das Dorf. Damit wären die Zweifel in Narutos Ninja-Weg, die er kurz vorher selbst noch hatte, beseitigt. Denn dadurch, dass Sasuke sich für ihn geopfert hat, wurde sein Ninja-Weg nur bestätigt. Ja, er ist immer an Sasuke dran geblieben und es war richtig so. Denn Sasuke war in seinem tiefen inneren Kern noch gut. Dadurch, dass er sich für Naruto geopfert hat, wäre Sasuke geläutert geworden. Ihr wisst schon, so Darth Vader-Style. Das Ganze hätte außerdem sicherlich bei so einigen Fanboys und Fangirls für Tränen gesorgt. Und es hätte dem Uchiha-Clan einfach nochmal diese tragische Note verliehen. Vor allem auch Sasuke, weil er wäre der tragische Held geworden, bei dem es im Prinzip scheißegal ist, was er vorher gemacht hat. Denn in den letzten Momenten seines Lebens hat er doch wahre Größe bewiesen. Und das persönlich finde ich einfach viel besser als dieser Bullshit von wegen, ja, ey, ich war voll am Arsch und ich hab gemacht, was ich wollte und keiner hat ein Problem damit und So, das waren jedenfalls meine drei alternativen Enden, von denen ich denke, dass sie besser zu dem gesamten Manga gepasst hätten und worüber ich ein bisschen betrübt bin, dass es nicht so oder so ähnlich dann am Ende doch eingetreten ist. Mich interessiert es natürlich brennend, was ihr davon haltet. Ja? Wart ihr mit dem Ende, was wir von Kishimoto bekommen haben, zufrieden? Oder sagt ihr, hey, das ein oder andere, was du da gerade gesagt hast, das macht echt Sinn und das hätte mir auch besser gefallen. Mich würde echt interessieren, was ihr davon haltet. Und ich würde mich halt freuen, wenn ihr dazu was in die Kommentare schreibt. Und ich werde es definitiv lesen. Ich hoffe halt einfach, das Video war jetzt nicht wieder zu lang. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und ich sag dann erstmal bis zum nächsten Mal und tschö mit Ö. Hallöchen. Ich bin's doch nochmal, denn ich habe euch noch ein paar Informationen zu geben. Zum einen habe ich ein wunderbares Let's Play von Batman Arkham Asylum am Laufen, was man sich ja eventuell mal angucken kann, wenn man darauf Lust hat. Darüber hinaus habe ich auch noch die ein oder andere Filmreview schon in Videoform präsentiert, die eventuell auch von allgemeinem Interesse sind. Und wenn ihr jetzt generell vielleicht einfach total angestachelt seid dazu, noch weiter über Animes und Mangas zu diskutieren und auch über andere Sachen, wie zum Beispiel Filme oder Videospiele oder was auch immer, dann würde ich euch empfehlen, unbedingt mal ins Pirate Board zu kommen. Das ist ein wunderbares deutsches One-Piece-Forum. Eigentlich meiner Meinung nach das beste deutsche One-Piece-Forum, das es gibt. Das besonders Schöne ist, dass wir einen relativ hohen Schreibstil haben. Also, was heißt relativ hohen Schreibstil? Wir schreiben natürlich alle normal. Aber man hat nicht dieses ganze Gespamme und nur ein Zeiler in einem Post und so weiter. Und es ist einfach ein sehr schönes Klima dort. Und ich würde jedem empfehlen, unbedingt mal vorbeizukommen. Ich bin da auch sehr häufig aktiv. Und vielleicht schreibt und liest man sicher. Bis dahin. Tschüss.